Leo Bertone, die Heimspielpremiere in dieser neuen Saison, 1-2 gegen Lugano. Das Ziel natürlich nicht erreicht. Für dich, was hat es gelegen? Ja, letzte Konsequenz. Wir waren nicht genug aggressiv im Spiel. Wir haben einen Ball verloren, sind wir nicht gut gestanden, viel Zeit auseinander, sehr Räume gehabt. Wir sind nach jedem Offensivangriff mit defensiv in den Konter gelaufen gegen Schluss. Und das kann es natürlich nicht sein daheim. Viel Selbstkritik. Hast du irgendwie eine Erklärung, wieso dass du heute irgendwie nicht so richtig ins Spiel gefunden hast, obwohl es ja eigentlich ideal ist gelaufen am Anfang? Ja, wir haben gut gestartet, aber auch nach 15-20 Minuten wieder aufgehört, ins Offensiv-Pressing zu spielen. Und Lugano ist nicht eine schlechte Mannschaft. Die machen das dann auch gut, sie nutzen unsere Fehler aus. Und so ist es dann zur verdienten Niederlage schon fast gekommen, weil so darf man daheim nicht auftreten. Wie hat der Adi Hütter in der Pause versucht, Einfluss zu nehmen? Ja, gesehen, wir müssen aufpassen. Das Spiel ist noch nicht gegessen, es ist noch ein weiter Weg zum Erfolg. Und, wenn wir in der ersten Stufe weiter Gas geben, dann wird es sehr schwierig und so ist es am Schluss rausgekommen. Die viele IB-Fans schon wieder ein bisschen am Klönen, haben vorzeitig das Stadion verlassen, haben ausgerufen, nein, es kann doch nicht sein, wir wollen vorne dabei bleiben. Was können wir denen sagen? Was gibt es auch ihnen Hoffnung geben? Ja, wir wollen auch vorne dabei bleiben. Es war natürlich nicht gewollt, dass wir hier daheim verlieren. Aber ja, so bittere Niederlagen gibt es. Aber das darf uns leider nicht mehr wieder vorkommen. Wie verarbeitest du so eine Niederlage, so einen Abend, wo nicht alles nach Wunsch ist gelaufen? Ja, wir haben zum Glück nicht allzu lange Zeit, um die zu verarbeiten. Am Mittwoch ist schon wieder das nächste Spiel, wo es um sehr viel geht. Und ja, jetzt, heute wird sicher jeder nicht gut schlafen. Noch zwei, drei Mal darüber nachdenken, wie es heute ist gelaufen. Aber dann müssen wir auch schon wieder vorwärts schauen, damit wir am Mittwoch dann noch unser Quäntchen Glück ausnutzen und hoffentlich ja, zu einem guten Resultat kommen. Das Quäntchen Glück, das heute vielleicht einfach auch ein bisschen gefällt. Ich meine, noch die eigenen abgeschossen. Zum Teil ist es unglücklich gelaufen. Also mit ein bisschen mehr Glück könnten wir jetzt hier auch von einem relativ souveränen Sieg reden. Ja, von Glück darf man nicht reden. Ich meine, wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Arbeit machen. Und wenn wir eine gute Arbeit machen, dann brauchen wir das Glück nicht unbedingt. Heute haben wir natürlich bei zwei, drei Aktionen ein bisschen dumm ausgesehen. Aber ja, wie gesagt, so eine Niederlage gibt es. Die muss man verarbeiten, weiter schauen, Kopf oben behalten und weiter geht's. Ich bin sicher, du und das Team können den Tiefschlag verarbeiten. Ich freue mich wirklich. Schon wieder auf den Mittwoch. Ah, das ist so. Mittwoch wird sicher hoffentlich ein bisschen besser. Merci und schönen Abend, Leo. Merci, ja. Florian Tadercanay, schnell ein paar Minuten können durchschnaufen für den Garderobe. Wie würdest du die Stimmung beschreiben dort? Ja, ich denke, immer nach einer Niederlage ist die Stimmung nicht gut. Ich denke, heute auch ist es so gewesen. Wir haben es nicht verdient zum Gewinnen. Wir nach dem 1-0 und den ersten 15-20 Minuten haben wir aufgehört, Fußball spielen, unser Lugano angepasst. Und jetzt haben wir eure Halbzeit besprochen. Der Trainer hat uns das gesagt, hat uns gewarnt und am Schluss ist genau das rausgekommen, was wir nicht wollen. Wie kann das rauskommen? Oder wieso gelingt es nicht, irgendwie den Schalter zu kippen? Oder wie schwierig ist das für eben die nicht auf dem Platz sind? Ja, es ist sehr schwer. In der zweiten Halbzeit sind wir wieder gut aus der Kabine rausgekommen. Wir können das 2-0 machen. Im Gegenzug bekommen wir nachher, das 1-1 ist sehr, sehr offen. Müssen wir nochmal überdenken, wie wir da sind gestanden. Und dann haben wir natürlich alles nach vorne geworfen. Und dann werden wir rauskommen. Das darf uns nicht passieren. In dem Niveau, vor allem im Heimstadion. Und es ist so sogar ein bisschen peinlich, tut uns leid für die Fans. Also, wir müssen uns sicher anders vorstellen, nach dieser Startsieg in St. Gallen, dass wir da die nächsten drei Punkte einfahren können. Aber das ist leider nicht so der Fall. Flo, du hast angesprochen, offene Abwehr eigentlich zweimal in einen Konter gelaufen. Hat der Sieg fast ein bisschen zu fest wollen? Ja, gut, wie schon angesprochen, 2-1 ist durch ein paar individuelle Eigenfehler ist das passiert. Nach dem 2-1 sind wir immer recht alles nach vorne geworfen, aber klar, das darf es nochmal. Darf es da vor allem im Heimstadion darf es nicht passieren, dass wir ausgekontert werden. Und das war sehr, sehr schlecht verteidigt von uns. Hat Schachtjahr respektive die Gedanken an die Champions League-Sterne eventuell die Mannschaft heute bremsen? Nein, ich denke es nicht. Wir sind genug Profis, um zu wissen, dass wir gegen wen dass wir spielen. Und, wir haben gewusst, Lugano ist ein starker Gegner, stärker als letztes Jahr. Aber, daheim müssen wir die drei Punkte holen. Da gibt es keine Entschuldigung. Und nochmal, wir haben es nicht verdient zu gewinnen. Und tut uns sehr, sehr leid für die Fans, für die mitgefiebert haben, sich anders vorgestellt. Wir sind klar am meisten enttäuscht, die auf dem Platz waren. Aber jetzt kommen die nächsten Spiele. Und zum Glück sind die englischen Wochen. Da können wir
das schnell vergessen und uns auf die nächsten Matches konzentrieren. Flo, merci für die klaren und selbstkritischen Worte und jetzt gute Erholung und ein gutes Wiederaufstehen. Danke vielmals. Danke.